Am 7. Dezember 1941 überfiel Japan die in Pearl Harbor auf Hawaii liegende amerikanische Pazifikflotte. Der Angriff erfolgte völlig überraschend. Nur einen Tag später erklärten die bis dahin neutralen Vereinigten Staaten von Amerika Japan den Krieg. Das Kaiserreich expandierte unaufhaltsam. In mehreren Offensiven überrannten seine Truppen die britischen und niederländischen Kolonien in Südostasien. Im Frühling 1945 kam es zu einer entscheidenden Wende. Wie ein Wirbelsturm fegten die amerikanischen Streitkräfte durch den Pazifik und nahmen Japan die besetzten Gebiete ab. Das Kaiserreich hatte viel zu verlieren. Mehr als 1000 Jahre lang war es nicht besiegt worden. Eine Niederlage schien unvorstellbar. Mit dem Rücken zur Wand entschied die japanische Führung, den amerikanischen Giganten vor den Toren der Insel aufzuhalten. Die Gefechte auf der Pazifikinsel Okinawa waren der letzte Versuch Japans, den Vormarsch der Amerikaner auf die japanischen Hauptinseln aufzuhalten. Die selbstlose Opferbereitschaft und der ausgeprägte Kampfgeist der japanischen Truppen, so dachte man, könnten der US-Pazifikflotte den entscheidenden Schlag versetzen und das Kaiserreich retten. Die Schlacht um Okinawa sollte eine der letzten großen Schlachten des Zweiten Weltkriegs werden. Bei den blutigen Gefechten fielen fast 120.000 Soldaten. Die Folgen für das Kaiserreich waren verheerend. Am 20. November 1943 begannen die Truppen der amerikanischen See- und Landstreitkräfte unter dem Oberbefehl von Admiral Chester Nimitz mit ihrem Angriff auf die Gilbert-Inseln. Ihr Ziel? Die Eroberung des Tarawa-Atolls. Dort fand die erste große Landungsoperation der Amerikaner im Pazifik statt. Die Angreifer gerieten unter schweres Feuer der japanischen Küstengeschütze. Doch nach 3 Tagen erbitterter Kämpfe und hohen Verlusten auf beiden Seiten gelang es den Marines, das Atoll einzunehmen. Die Eroberung der Gilbert-Inseln war ihr Eröffnungsschlag im Pazifikkrieg. Nur 2 Monate später, im Januar und Februar 1944, eroberten sie die Marshallinseln. Im Juni gelang es ihnen, 1600 Kilometer weiter nördlich die Inseln Saipan, Tinian und Guam einzunehmen, die zur Inselgruppe der Marianen gehören. Schon im September des Vorjahres war es außerdem gelungen, unter dem Kommando von General MacArthur Neuguinea zurückzuerobern. Im Oktober 1944 schlossen sich die Truppen von MacArthur und Nimitz in der Seeschlacht im Golf von Leyte zusammen. Nach der erfolgreichen Rückeroberung der Philippinen waren die wichtigsten Inseln gesichert. Japan geriet zunehmend in Bedrängnis. Das nächste Ziel auf dem amerikanischen Vormarsch sollte Formosa sein, heute Taiwan. Doch das amerikanische Oberkommando rückte von der geplanten Invasion wieder ab und nahm Okinawa ins Visier, das zu den Ryukyu-Inseln gehört. Die Planer der US-Streitkräfte wussten, dass ein Angriff auf eine so große und gut verteidigte Insel wie Formosa mit den zur Verfügung stehenden Divisionen aussichtslos wäre. Und an Verstärkung war nicht zu denken. Ein Großteil der amerikanischen Truppen war in Westeuropa gebunden. Man hatte zwar im Juni die Marianen erobert, doch noch fehlten dort adäquate Marine- und Luftwaffenstützpunkte. Und ohne sie wären die Landungsoperationen auf Formosa nicht möglich. Die Militärs vor Ort mussten Washington davon überzeugen, dass die Eroberung Formosas zugunsten Okinawas aufgegeben werden sollte.
Anfang Oktober 1944 erhielt General Nimitz schließlich die Zustimmung. Die Operation Iceberg wurde für den 1. März 1945 angesetzt. Zuvor musste jedoch noch die Insel Iwo Jima erobert werden. Sie sollte die rechte Flanke der Operation Iceberg decken. In ihrem Schutz könnten dann Truppen und Waffen für den Angriff auf Okinawa bereitgestellt werden. Als die Marines am 19. Februar auf Iwo Jima landeten, rechneten sie mit einer schnellen Einnahme der Insel. Doch die 26.000 japanischen Soldaten leisteten erbitterten Widerstand. Für sie zählte es zu den höchsten Ehren, im Kampf zu sterben. Erst nach 6 Wochen schwerer Gefechte konnten die Amerikaner die 8 Quadratkilometer große Insel einnehmen. Dadurch musste die Invasion Okinawas auf den 1. April verschoben werden. Iwo Jima wurde zu einem der wichtigsten amerikanischen Stützpunkte im Pazifik ausgebaut. Doch der Preis dafür war immens. 6.800 amerikanische Soldaten waren gefallen und fast 21.000 Japaner. Dennoch schien ihr Kampfeswillen ungebrochen. Der Verlust von Iwo Jima hinterließ eine weitere klaffende Lücke im japanischen Herrschaftsbereich. In den ersten Monaten des Jahres hatte das Kaiserreich schon an anderen Schauplätzen des Pazifikkriegs gravierende Niederlagen hinnehmen müssen. Britische Truppen hatten die japanischen Besatzer aus Burma vertrieben. Und auf den Philippinen konnten sich mittlerweile nur noch einige versprengte kleine japanische Einheiten halten. Im Januar 1945 begannen amerikanische Kampfbomber von den Flugzeugträgern aus, großflächige Angriffe gegen Ziele auf den japanischen Hauptinseln zu fliegen. Ende März stiegen von dem neuen Luftwaffenstützpunkt auf Iwo Jima die ersten P-51 Mustang-Jagdbomber auf. Auch sie hatten Japan zum Ziel. Und von den Marianen, die 2400 Kilometer von Japan entfernt liegen, starteten amerikanische Langstreckenbomber und warfen Brandbomben über Tokio ab. Auf See gelang es den amerikanischen U-Booten und Kriegsschiffen immer öfter, japanische Handelsschiffe zu beschädigen oder zu versenken. Das führte zu gewaltigen Problemen. Japan musste fast alle Rohstoffe übers Meer auf die Mutterinseln bringen. Nun traten die ersten Versorgungsengpässe auf. Es fehlte Material für den Bau neuer Rüstungsgüter und die Nahrungsmittel wurden knapp. Noch ein Jahr, so schätzte man, dann wären die Lebensmittelvorräte auf den Hauptinseln aufgebraucht. Die Führung des Kaiserreichs befürchtete, wenn es dann zu einer Hungersnot käme, könnte das politische und soziale System Japans in Gefahr geraten. Das japanische Oberkommando sah nur eine Möglichkeit, den drohenden nationalen Kollaps abzuwenden: ein klarer Sieg auf japanischem Boden. Man bräuchte nur genügend Zeit, um Truppen und Material für den letzten großen Kampf bereitzustellen. Die Truppen auf Okinawa müssten geopfert werden, um Zeit für die Kriegsvorbereitungen zu gewinnen. Damit stand fest, die Schlacht um Okinawa würde nicht nur über das Schicksal der kleinen Pazifikinsel entscheiden, sondern auch über das Schicksal Japans. Die Schlacht um Okinawa wurde von kriegserfahrenen Befehlshabern geleitet. Viele von ihnen hatten schon in der Marine gedient, als Japan zu expandieren begann. Die Planung und Leitung der Invasion Okinawas unterstand dem Kommando von Admiral Chester Nimitz, dem Oberbefehlshaber der alliierten Marine im Pazifikkrieg. Nimitz hatte die Leitung der Pazifikflotte im Dezember 1941 übernommen, nach dem Überfall der Japaner auf Pearl Harbor. Der bescheidene Texaner hatte sich in der Marine schnell einen Namen als energischer Kommandeur gemacht, der es gut verstand, andere zu motivieren. Nach seiner Ankunft in Pearl Harbor
lehnte er eine Hexenjagd unter dem ohnehin schon verunsicherten Flottenpersonal ab. Stattdessen wollte er die Moral der Truppe mit gezielten Gegenangriffen auf Japan heben. Unter seinem Kommando starteten trägergestützte amerikanische Bomber Anfang 1942 mehrere Überraschungsangriffe gegen die von Japan besetzten Inseln im Pazifik und gegen Tokio selbst. Bei der Schlacht im Korallenmeer und der Schlacht um Midway gelang es, die Truppen des Tenno langsam zurückzudrängen. Innerhalb von 6 Monaten konnte Admiral Nimitz die demoralisierte Navy wieder zum Sieg führen. Nimitz hatte seine Karriere bei der Navy im Jahr 1905 begonnen. Nach 4 Jahren Fahrt auf verschiedenen U-Booten galt er als Experte für Unterwassereinsätze. Er unterstützte den Aufbau der Fast Carrier Group, die zur wichtigsten Angriffskraft der Pazifikflotte werden sollte. Im Oktober 1944 fand die See- und Luftschlacht im Golf von Leyte statt. Unter dem Oberkommando von Admiral Nimitz endeten die Gefechte mit einem überwältigenden Sieg für die Amerikaner. Nimitz befehligte die Flotte nie von See aus. Er übertrug das Kommando immer vertrauenswürdigen Untergebenen. Er galt als guter Menschenkenner und hatte ein ausgeprägtes Gespür für die besonderen Fähigkeiten des Einzelnen. Wenn es um die Auswahl eines neuen Kommandanten ging, befragte er den Kandidaten lieber selbst, als sich auf das Urteil anderer zu verlassen. Obwohl er weit entfernt von den Schlachtfeldern kommandierte, war ihm die menschliche Tragweite des Krieges sehr wohl bewusst. In regelmäßigen Abständen besuchte er die Truppen an der Front und sprach mit Soldaten, Seeleuten und Piloten. Zu den engsten Mitarbeitern von Nimitz zählte der damals 59 Jahre alte Vizeadmiral Raymond Spruance. Bei der Schlacht um Okinawa befehligte er die 5. Flotte und die Central Pacific Task Force. Der nach außen kühle und eher schwermütige Mann galt als Analytiker mit messerscharfem Verstand. Nach dem Abschluss seines Studiums an der US Naval Academy war ihm während des Angriffs auf Pearl Harbor eine Kreuzerdivision unterstellt. Mit ihr beteiligte er sich auch am ersten Gegenschlag der USA. Im Juni 1942 führte er den Flottenverband Task Force 16 in die Schlacht um Midway, die mit einer Niederlage für Japan endete. Ende 1943 wurde ihm ein neues Kommando auf See übertragen. Er leitete die Invasion der Gilbert-Inseln, der Marshall-Inseln und der Marianen. Die Navy ging aus der 2-tägigen Schlacht in der Philippinensee im Juni 1944 als Sieger hervor. In verlustreichen See- und Luftgefechten war es ihr gelungen, die Marianen zu isolieren. Dass Spruance dabei einen Teil der japanischen Träger entkommen ließ, trug ihm allerdings harsche Kritik ein. Obwohl er kein Mann der großen Emotionen war, hinterließen die 18 Monate auf See auch bei ihm tiefe Spuren. In Briefen an seine Frau schrieb er von schlaflosen Nächten. Das Ausarbeiten der Operationspläne, die hohe Anspannung vor und während der Gefechte, forderten ihren Tribut. Die treibende Kraft in Spruance Flotte waren die schnellen Flugzeugträger der Task Force 58. Sie unterstanden dem Kommando von Vizeadmiral Mark Mitcher. Während der Schlacht um Okinawa herrschte zwischen den beiden Befehlshabern eine fast schon freundschaftliche Verbundenheit. Das war nicht immer so gewesen. Bei der Schlacht um Midway konnte Mitcher mit dem Flugzeugträger USS Hornet einige Erfolge gegen die Japaner verbuchen. Doch als es dann Unklarheiten über die weitere Vorgehensweise gab, gingen die Meinungen von Mitcher und Spruance weit auseinander. So kam es, dass sich Spruance klar gegen seinen Kollegen aussprach, als Admiral Nimitz diesen Ende 1943 zum Befehlshaber der Fast Carrier Group ernennen wollte. Während des Krieges bewies Mitcher jedoch, dass er genau der Richtige für diese Aufgabe war, was auch Spruance bald anerkennend zugeben musste. Mitchers entschlossenes und sorgfältiges Vorgehen trug entschieden zur Niederlage der Japaner bei. Mitchell
Mitscher war ein anspruchsvoller Kommandeur. Die hohen Anforderungen, die er an sich selbst stellte, stellte er auch an andere. Seine Truppen sollten sich in ständiger Alarmbereitschaft halten. Doch trotz seiner Detailversessenheit gewährte Mitscher seinen Tiger-Kommandanten großen Handlungsspielraum. Mitscher wollte beim Kampfgeschehen immer ganz vorne dabei sein. Körperlich und seelisch erschöpft starb er im Februar 1947 an einem Herzinfarkt. Er wurde gerade einmal 60 Jahre alt. Ebenso wie Vizeadmiral Mitscher war auch Vizeadmiral Richmond Kelly Turner unteilbar mit den Erfolgen der US Navy im Pazifikkrieg verbunden. Als Kommandeur der Joint Expeditionary Task Force war er zuständig für die Planung und Durchführung der ersten Landungsoperationen bei den Angriffen auf Okinawa. Da er fast alle Landungen im Pazifikkrieg beaufsichtigt hatte, war die Wahl logischerweise auf ihn gefallen. In der Schlacht um Okinawa wurde die 10. US-Armee von Lieutenant General Simon Buckner Jr. geführt. Sein Vater war Simon Bolivar Buckner, Gouverneur von Kentucky und General der Konföderierten während des amerikanischen Bürgerkriegs. Buckner Jr. wurde 1886 geboren. Nach dem Abschluss der Militärakademie in West Point verbrachte er die nächsten Jahre dort als Ausbilder. 1940 wurde Buckner zum Brigadegeneral ernannt und nach Alaska versetzt, wo er an der Schlacht um die Aleuten teilnahm. Nach dem Ende der Kämpfe wurde er im Mai 43 nach Hawaii beordert, um die 10. Armee aufzubauen. Buckner hatte die Angewohnheit, sich an vorderster Front aufzuhalten, um sich ein eigenes Bild von den Kampfhandlungen zu machen. Bei einem dieser Frontbesuche wurde er von einer japanischen Artilleriegranate getroffen und war sofort tot. 1954 wurde er posthum zum General befördert. Die japanischen Befehlshaber, die 1945 alles in ihrer Macht Stehende taten, um den Vormarsch der Amerikaner auf Japan aufzuhalten, waren Berufsoffiziere und ihrem Kaiser Hirohito völlig ergeben. Sie lebten nach dem alten Ehrenkodex der Samurai, Bushido, der Weg des Kriegers. Eher starb man von eigener Hand, als sich dem Feind zu ergeben. Die Schlacht um Okinawa und der Pazifikkrieg mussten gewonnen werden. Die hohe Kampfmoral, die die kaiserlichen Truppen und ihre Befehlshaber dabei an den Tag legten, verblüffte die amerikanischen Soldaten stets aufs Neue. Im August 1944 erhielt der 58 Jahre alte Generalleutnant Mitsuru Ushijima das Kommando über die 32. Armee. In der Anfangsphase des Pazifikkrieges hatte er japanische Truppen in Burma befehligt. Bevor er nach Okinawa abkommandiert wurde, leitete er die japanische Militärakademie. Nach seiner Ankunft auf Okinawa begann Ushijima sofort mit dem Ausbau der Verteidigungsstellungen und der Stärkung der Truppenmoral. Sein ruhiges Wesen, seine Integrität und seine Zuversicht brachten ihm schon bald die Zuneigung seiner Untergebenen ein. Der zweite Kommandierende der 32. Armee war Generalmajor Isamu Cho, ein aggressiver, rigider Offizier. 1930 plante er mit anderen extremistischen Offizieren die Errichtung einer Militärdiktatur. Er wurde gefangen genommen, aber schon nach kurzer Zeit wieder freigelassen. In den folgenden Jahren diente Cho in der Kwantung-Armee. 1938 soll er im Zweiten Japanisch-Chinesischen Krieg eine führende Rolle bei dem Massaker von Nanking gespielt haben, bei dem mehr als 250.000 Zivilisten und Kriegsgefangene ermordet wurden. Während des Pazifikkrieges übernahm er verschiedene Posten in China, Burma und auf der malaiischen Halbinsel. Von dort wurde er direkt nach Okinawa abkommandiert. Ein herausragender Stabsoffizier der japanischen kaiserlichen Armee war der 42-jährige Oberst Hiromichi Yahara. Er hatte 2 Jahre als Austauschoffizier in Amerika verbracht
was ihm einen tiefen Einblick in den Aufbau der gegnerischen Truppen und in ihre Kampfkraft verschaffte. Seine intellektuelle Herangehensweise trug ihm oft Querelen mit den älteren Offizieren ein, die von ihren Untergebenen Gehorsam erwarteten, keinen Widerspruch. Admiral Soemu Toyoda war Oberbefehlshaber der Vereinigten Flotte Japans und führte das Kommando bei der Schlacht in der Philippinensee und im Golf von Leyte. Doch seine Strategie hatte sich als Fehlschlag erwiesen. Die Flotte zersplitterte und wurde von den amerikanischen Angreifern zerschlagen. Danach gingen die Meinungen über ihn weit auseinander. Seine Befürworter hielten ihn weiterhin für einen brillanten Kommandanten. Seine Gegner bescheinigten ihm mangelnde Weitsicht. In der Schlacht um Okinawa ordnete er den Kamikaze-Einsatz des letzten großen japanischen Schlachtschiffes an, der Yamato. Um den Befehl ausführen zu können, mussten von der Handelsmarine Ölvorräte für einen ganzen Monat abgezogen werden. Und das zu einem Zeitpunkt, als die Bevölkerung Japans bereits hungerte und verzweifelt auf importierte Nahrungsmittel wartete. Toyoda traf diese Entscheidung aus der Überzeugung heraus, dass es die japanische Marine entehren würde, wenn sie das Flaggschiff Yamato kampflos dem Gegner überließe. Sein Entschluss zeigt einmal mehr, wie sehr die japanischen Befehlshaber ihre Vorstellungen von Ehre über das Wohl der Menschen stellten, denen sie dienen sollten. Der Angriffsplan für die Operation Iceberg wurde zwischen September 1944 und Februar 1945 ausgearbeitet. Sie war die größte Landungsoperation der US-Streitkräfte im ganzen Pazifikkrieg. Ihr Hauptziel? Die Einnahme Okinawas und der Aufbau von Stützpunkten, die später bei der Eroberung Japans helfen sollten. Die Angriffsziele konnten jedoch nur erreicht werden, wenn weitere Truppen und Waffen herbeigeschafft werden könnten. Die Operation erforderte eine komplexe Zusammenarbeit zwischen der Marine und den Landungseinheiten sowie eine enge Abstimmung zwischen der Armee und den Air Force-Einheiten auf den umliegenden Kriegsschauplätzen. Die Invasion stand unter der Leitung von Vizeadmiral Spruance Central Pacific Task Force. Spruance Angriffsplan sah vier Phasen vor. Phase 1 sollte von der Fast Carrier Task Force 58 unter dem Kommando von Vizeadmiral Mitscher eingeleitet werden, zusammen mit den schweren B-29-Bombern von General LeMay's 21. Bomberkommando. Ihre Angriffe sollten die japanische Luftherrschaft auf den Ryukyu-Inseln, auf den japanischen Hauptinseln und auf Formosa beenden und Okinawa isolieren. Wäre das geschafft, sollte sich Mitschers schnelle Trägerflotte östlich von Okinawa positionieren und die nächsten Schritte der Operation Iceberg unterstützen. Zum ersten Mal wurde die britische Pazifikflotte in die Operation einbezogen. Unter dem Kommando von Vizeadmiral Rawlings hatten die Träger der Task Force 57 den Befehl, die linke Flanke des Hauptvorstoßes auf Okinawa zu decken. Sie sollten die japanischen Luftwaffenstützpunkte auf den Sakishima-Inseln und auf Formosa angreifen. In Phase 2 sollte Vizeadmiral Turners Joint Expeditionary Force die Landungsoperationen der 24. Armee und des 3. Amphibischen Korps von Buckners 10. Armee unterstützen. Ihr Ziel? Die Sicherung der Inseln Keisushima und Kerama-Reto westlich von Okinawa. Danach könnten die Hauptlandungen an den Hagushi-Stränden an Okinawas Westküste erfolgen. Phase 2 wäre abgeschlossen, sobald man auch die südliche Inselhälfte eingenommen hätte. In Phase 3 sollten dann die restlichen Gebiete und die Insel Ieshima erobert werden. Die Operation Iceberg war größer als jedes andere Unternehmen im Pazifikkrieg.
183.000 Soldaten und 747.000 Tonnen Bewaffnung und Ausrüstung wurden auf 430 Landungsfahrzeuge und Sturmboote verladen. Über 11 große Häfen, von Seattle an der Westküste der USA bis Leyte auf den Philippinen, gelangten Mensch und Material auf die Schlachtfelder im Pazifik. Sobald Okinawa gesichert wäre, sollten weitere 115.000 Mann anlanden und die ersten Stützpunkte errichten. Die Seestreitkräfte eingerechnet waren 548.000 Personen an der Operation beteiligt. Sie wurden unterstützt von 318 Kriegsschiffen und 1.139 Versorgungsschiffen. 60 Flugzeugträger sorgten für die Sicherung des Luftraums. 18 Schlachtschiffe und mehr als 200 Zerstörer kamen zum Einsatz. Während der dreimonatigen Operation verbrauchte die 5. Flotte von Vizeadmiral Spruance mehr Treibstoff, als ganz Japan im Jahr zuvor importiert hatte. Die Ryukyu-Inseln wurden immer wichtiger für den Schutz Japans. Sie bildeten für die Amerikaner das letzte Hindernis auf ihrem Weg zu den japanischen Hauptinseln. Als der Verlust der Marianen im Juni 1944 einen Angriff auf Japan immer wahrscheinlicher werden ließ, wurde die 32. Armee unter Generalleutnant Mitsuru Ushijima aufgestockt und mit dem Ausbau der Verteidigungsanlagen von Okinawa begonnen. Doch abgesehen von diesen Maßnahmen waren sich die Marine und die Armee im Januar 1945 uneinig darüber, ob es besser wäre, schon auf Okinawa oder erst auf den japanischen Hauptinseln zum vernichtenden Schlag gegen die Amerikaner auszuholen. Die Marine hoffte auf einen Sieg im Pazifik und positionierte den Großteil ihrer Luftstreitkräfte auf Okinawa. Die Armee war davon überzeugt, dass man den Gegner am ehesten auf den Mutterinseln niederwerfen könne. Daraufhin begann sie, kontinuierlich Truppen aus Okinawa abzuziehen. Der angekündigte Nachschub wurde nie geschickt. Diese internen Differenzen ließen nur einen Schluss zu. Ushijimas Truppen sollten geopfert werden. Daraufhin gab er seinen Plan, die Angreifer direkt an der Küste zurückzuschlagen, auf. Oberst Hiromichi Yahara brachte einen neuen Verteidigungsplan auf den Tisch. Im Wissen um die starke Feuerkraft der Amerikaner entschied Yahara, den Großteil der 32. Armee im Süden aufzustellen, um die alte Festung Shuri herum. Die 62. Infanteriedivision sollte dort drei Linien halten. Zur gleichen Zeit sollte die 24. Infanteriedivision mögliche Landungszonen bei Minatoga an der Südostküste decken. Die beiden Divisionen sollten einander dort zu Hilfe kommen, wo der amerikanische Hauptvorstoß stattfinden würde. Im Inselzentrum und im Norden von Okinawa wurden Einheiten der 44. unabhängigen gemischten Brigade positioniert. Yahara wollte einen langen, blutigen Abnutzungskrieg führen. Okinawa war durchzogen von Gebirgszügen und tiefen Schluchten. Die Kalksteinplateaus und Bergkämme bildeten natürliche Verteidigungslinien. Höhlen im Fels wurden zu stark befestigten unterirdischen Stellungen umgebaut, denen gegnerisches Artilleriefeuer und Luftangriffe kaum etwas anhaben konnten. 65.000 Mann der 32. japanischen Armee und 8.800 Soldaten der Marine standen bereit, um die Angreifer abzuwehren. Hinzu kam eine Bürgermiliz aus 20.000 Inselbewohnern. Auf Okinawa sahen sich die amerikanischen Streitkräfte mit dem größten Aufgebot an japanischer Artillerie im ganzen Pazifikkrieg konfrontiert. Die japanischen Soldaten sollten ihre Zähigkeit und ihre hohe Kampfmoral unter Beweis stellen und die Insel bis zur letzten Patrone verteidigen. Nachdem ihre Streitkräfte wie vorgesehen aufgestellt waren, begann die japanische Führung mit dem nächsten Schritt, der Umsetzung des Ten-Ishigo-Plans. Der sah vor,
Armee und Luftwaffe der Marine auf den Inseln Formosa, Kyushu und um Tokio herum zu konzentrieren. Alle Einheiten der Luftwaffe unterstanden dem direkten Kommando von Admiral Toyoda. Da ihnen die amerikanischen Truppen zahlenmäßig überlegen waren und über die bessere Bewaffnung verfügten, musste Toyoda die ihm unterstellten Einheiten möglichst wirkungsvoll einsetzen. Obwohl die Schlacht um Okinawa letzten Endes an Land entschieden wurde, waren die Entwicklungen und taktischen Entscheidungen auf See ebenso wichtig. Seit Anfang 1945 hatte die kaiserliche Marine als Streitkraft deutlich an Bedeutung verloren. Auch die Luftwaffe war stark geschwächt. Daher beschloss das japanische Oberkommando, auf Kamikaze-Angriffe zu setzen. Die Selbstmordkommandos waren nichts Neues. Die Piloten hatten ihre Flugzeuge schon an anderen Schauplätzen des Pazifikkrieges in die amerikanischen Kriegsschiffe gesteuert. Zum ersten Mal war diese Kampfmethode 1944 bei der Schlacht um die Philippinen zum Einsatz gekommen. Einsätze dieser Art waren die einzige Möglichkeit, den hohen Verlusten unter den Kampfpiloten entgegenzuwirken. Deren Ausbildung musste drastisch verkürzt werden. Ende 1944 dauerte sie im Durchschnitt nur noch 2 bis 3 Monate. Die Ausbildung der amerikanischen Piloten hingegen dauerte 2 Jahre und umfasste auch erste Einsätze in kleineren Luftgefechten. Die mangelnde Erfahrung der japanischen Piloten führte dazu, dass ihre Formationen im Kampf viel zu schnell vernichtet wurden. Doch den alliierten Luftangriffen in der Schlacht im Golf von Leyte 1944 musste etwas entgegengesetzt werden. Vizeadmiral Onishi lehrte seine Marineflieger, ihre Flugzeuge in selbstloser Aufopferung in die gegnerischen Kriegsschiffe zu jagen. Als die militärische Lage für Japan 1945 immer aussichtsloser wurde, kam den Selbstmordangriffen noch mehr Bedeutung zu. Jede Einheit umfasste 3 Kamikaze-Flieger, ein Beobachtungs- und ein Jagdflugzeug. Solche Formationen sollten den Erfolg durch einen kombinierten Angriff maximieren. Die Kamikaze waren mit konventionellen Bomben oder Torpedos bewaffnet, was ihre Zerstörungskraft noch erhöhte. Um Pannen zu vermeiden, wurden die Bomben vor dem Start entsichert. Da das Gewicht der Sprengladung die Maschinen weniger wendig und dadurch leichter angreifbar machte, mussten die gegnerischen Schiffe so schnell wie möglich erreicht werden. Im Zielanflug war es entscheidend, das Radarsystem der Amerikaner zu überlisten. Dazu hängten sich die Kamikaze-Flieger so nah an die auf ihre Träger zurückkehrenden amerikanischen Maschinen, dass die Radarsignale nicht mehr auseinandergehalten werden konnten. Außerdem sendeten sie falsche Funksignale oder imitierten die gegnerischen. Zusätzlich änderten sie ständig die Flughöhe in der Hoffnung, dass der Funkkontakt abreißt. Oft stürzten sich gleich mehrere Kamikaze-Piloten aus unterschiedlichen Richtungen auf ein Schiff, um dessen Flugabwehrsysteme zu unterlaufen. Bei der Schlacht um Okinawa beschloss die japanische Heeresleitung eine verschärfte Form des Kamikaze-Angriffs, genannt Kikusui. Dabei stürzten sich die Kamikaze-Flieger in Rudeln von bis zu 350 Maschinen auf die amerikanischen Flottenverbände.
Die Kamikaze-Angriffe waren ein letztes Aufbäumen gegen die weit überlegenen Amerikaner. Um die Einsätze möglichst wirkungsvoll zu gestalten, entwickelten die Japaner völlig neue Spezialwaffen. So entstanden bei der Luftwaffe der japanischen Marine Flugkörper, die ausschließlich für selbstmörderische Angriffe konzipiert waren. Sie verfügten über eine deutlich höhere Zerstörungskraft als die herkömmlichen Flugzeuge. Der radikalste Entwurf stammte von Mitsuo Ota. Er entwickelte eine bemannte Bombe mit Raketenantrieb. Ihr Name Yokosuka NXY-7 Oka, Kirschblüte. Die aus Holz gebaute Oka wurde im Schacht des schweren G4M Batty-Bombers mitgeführt und etwa 80 Kilometer vor dem Ziel ausgeklinkt. Mit rund 450 Stundenkilometern schoss der Pilot dann auf sein Angriffsziel zu. Wenn es in Sicht kam, zündete er den Raketenmotor und ging in den Sturzflug über. Mit über 600 Stundenkilometern schlug der 800 Kilo schwere Gefechtskopf im gegnerischen Schiff ein und richtete verheerende Schäden an. Die Schwachstelle der Oka war das langsame und schwerfällige Trägerflugzeug, mit dem sie ins Zielgebiet gebracht werden musste. In der Schlacht um Okinawa gelang es den US-Kampfbombern immer wieder, die bemannten Bomben vom Himmel zu holen. Bei der japanischen U-Boot-Flotte sah es nicht viel besser aus. Die Amerikaner hatten sie bis 1945 so dezimiert, dass sie nur noch ein Schatten ihrer selbst war. Um den Angreifern doch noch etwas entgegenzusetzen, trieb die japanische Marine die Entwicklung kostengünstiger Unterwasserwaffen voran. Das Kaiten basierte auf einem zur Kamikaze-Waffe umgebauten Torpedo vom Typ 93. Der Name bedeutet so viel wie Himmelfahrt. Kein Wunder, denn Ausstiege des Piloten waren erst gar nicht vorgesehen. Der Pilot saß in einem winzigen Cockpit, das mit einem Periskop ausgerüstet war. Als Antrieb diente Wasserstoffsuperoxid. Das bemannte Torpedo beschleunigte auf 40 Knoten und feuerte den 1,5 Tonnen schweren Gefechtskopf ins Ziel. Bis zu 4 Kaiten konnten auf dem Deck eines U-Boots untergebracht werden. Doch die Risiken beim Abfeuern waren beträchtlich. Immerhin musste das U-Boot im Zielgebiet auftauchen, damit die Piloten ins Cockpit klettern konnten. Auf ihr Zeichen wurden die Taue gekappt und das U-Boot verschwand in der Tiefe. Während der Mission lief es ständig Gefahr, vom gegnerischen Radar erfasst und aus der Luft oder von anderen U-Booten angegriffen zu werden. Eine weitere Spezialwaffe war das Shinyo. Das 5,5 Meter lange Kamikaze-Motorboot war aus Holz gebaut und wurde von einem 6-Zylinder-Motor angetrieben. Es kam auf eine Höchstgeschwindigkeit von 20 Knoten. Auf der Ablage hinter dem Bootsführer warteten zwei 132 Kilo schwere Wasserbomben auf ihren Einsatz. Immer drei Boote griffen gleichzeitig an. Sobald sie die besten Angriffsstellen an den amerikanischen Schiffen gefunden hatten, wurden die Bomben gezündet. Der Zünder ließ den Bootsführern genau 5 Sekunden Zeit, um sich in Sicherheit zu bringen. Doch nur die wenigsten überlebten die Wucht der Explosion. Die Piloten, die sich zu den Selbstmordkommandos meldeten, wurden um 2 Dienstgrade befördert und auch sonst bevorzugt behandelt. Nach dem Angriff wurden sie in den Rang eines Unterleutnants erhoben. Die meisten von ihnen posthum. Bei einer anderen Version des Shinyo war die Sprengladung im Bug untergebracht. Diese Boote rasten meist zuerst in das gegnerische Schiff und rissen ein klaffendes Loch in dessen Seite. An Bord befand sich eine Feststellvorrichtung für das Steuerrad, falls den Bootsführer im letzten Moment der Mut verließ. Zu Beginn der Schlacht um Okinawa hatten die Japaner mehr als 350 Sprengboote auf der ganzen Insel versteckt. Zwischen den beiden Weltkriegen hatte die japanische Marine versucht, durch technische Weiterentwicklungen die Kampfkraft der amerikanischen Seestreitkräfte zu erreichen.
In dieser Zeit entstanden Schlachtschiffe wie die Yamato und ihr Schwesterschiff Musashi. Sie wurden ab 1937 gebaut. Mit einer Verdrängung von 69.000 Tonnen waren sie fast doppelt so groß wie alle anderen damaligen Kriegsschiffe und erreichten trotz ihrer schweren Ladung beachtliche 27 Knoten. Kernstück ihrer Bewaffnung waren 9 46 cm Geschütze, die mächtigsten Kanonen, die ein Kriegsschiff je hatte. Sie waren in 3 Drillingstürmen untergebracht. Die Geschosse wogen knapp 1,5 Tonnen. Die Feuerrate betrug 1,5 bis 2 Schuss pro Minute. Die Yamato-Klasse verfügte über eine besonders schwere Panzerung. Sie hielt den stärksten Torpedos stand. Selbst 1000 Kilobomben, abgeworfen aus einer Höhe von 4000 Metern, konnten sie nicht durchschlagen. Beide Schiffe waren unter größter Geheimhaltung gebaut worden. Die Yamato wurde 1941 in Dienst gestellt, die Musashi im Jahr darauf. Sie enthielten die modernste verfügbare Technologie. Ihre Radar- und Flugabwehrsysteme standen denen der Amerikaner in nichts nach. Die Yamato und ihr Schwesterschiff kamen erst gegen Ende des Pazifikkrieges öfter zum Einsatz. Unter anderem am 24. Oktober 1944 bei der Schlacht im Golf von Leyte. Dann liefen ihnen allmählich die neuen Flugzeugträger den Rang ab. Die Fast Carrier Task Force war die Hauptstreitmacht der United States Navy im Pazifikkrieg. Die schweren und leichten Flugzeugträger der Task Force 58 unterstanden dem Kommando von Vizeadmiral Mitcher. Er hatte sie im Januar 1944 aufgestellt. Wegen ihrer hohen Geschwindigkeit wurden sie auch als Fast Carrier Group bezeichnet. Die Task Force 58 bestand im Kern aus den modernen Flugzeugträgern der Essex-Klasse. Die großen schweren Träger verdrängten 27.000 Tonnen und brachten es auf eine Höchstgeschwindigkeit von 32 Knoten. Dank ihrer Feuerkraft und ihrer schweren Panzerung waren sie an fast allen größeren Gefechten im Pazifik beteiligt. Als Japan Ende 1944 mit den ersten Kamikaze-Angriffen auf die amerikanische Flotte begann, sah sich die Navy veranlasst, die Verteidigung ihrer Schiffe auszubauen. Es gab nur eine Möglichkeit, die Kamikaze-Kommandos aufzuhalten, indem man sie zerstörte. Wenn sie in Sichtweite kamen, blieben dafür gerade einmal 20 Sekunden Zeit. Als erstes verstärkte die Navy daher die Luftabwehrsysteme ihrer Träger durch weitere Geschütze, sodass ein regelrechter Feuerwall entstand. Die übliche Bewaffnung wurde um 40 mm Geschütze ergänzt. Hinzu kamen 12 12,7 cm Geschütze und mehr als 60 20 mm Flugabwehrkanonen. Zudem kamen nun die Annäherungszünder bei der Flugabwehr zum Einsatz. Die Amerikaner waren die einzige Streitmacht, denen es bis zum Ende des Zweiten Weltkriegs gelungen war, derartige Zünder für Flakgranaten in Massenproduktion herzustellen. Vorher mussten die Granaten so präzise wie möglich abgeschossen werden und die Detonation durch den Zeitzünder genau im richtigen Moment erfolgen. Mit dem Annäherungszünder ließen sich die gegnerischen Flugzeuge nun wesentlich leichter treffen. So gelang es, viele Kamikaze-Kommandos auszulöschen. An der Schlacht um Okinawa waren auch zum ersten Mal britische Flugzeugträger beteiligt. Die 4 Träger der britischen Task Force waren in einigen Punkten besser ausgerüstet als die amerikanischen, was sie weniger angreifbar für Luftangriffe machte. Ursprünglich waren sie für den Einsatz auf den europäischen Meeren entwickelt worden, wo sie Unterstützung von der Küstenartillerie erhalten hätten. Daher lag ihr Schwerpunkt auf der passiven Verteidigung. Die Decks waren aus Stahl und die Hangars schwer gepanzert, was sie gut vor den gefürchteten Kamikaze-Angriffen schützte. Im Gegensatz dazu konnten die hölzernen Decks der amerikanischen Träger leicht durchschlagen werden. Doch
Doch obwohl ihnen direkte Treffer weniger anhaben konnten, erzielten die britischen Träger im Pazifikkrieg weniger Erfolge als ihre Verbündeten. Durch die gepanzerten Hangars konnten sie nicht so viele Flugzeuge mit sich führen, was die Deckung der Träger erschwerte. Und auch bei den Angriffen auf gegnerische Stellungen an Land fehlte es oft an Maschinen. Dadurch sollte die britische Luftwaffe in der Schlacht um Okinawa höhere Verluste als die Navy verbuchen. Um die Verteidigung der Träger zu verbessern und die Verbände gegen Kamikaze-Angriffe zu schützen, kam den Kampfflugzeugen eine entscheidende Rolle zu. Das wichtigste Trägerflugzeug war die Ward F-6F Corsair. Sie wurde bereits 1938 entwickelt und zählte zu den bedeutendsten Kampfflugzeugen des Zweiten Weltkriegs. Bis das erste Modell abhob, sollten aber noch einmal 4 Jahre vergehen. Am 25. Juni 1942 kam die Corsair zum ersten Mal zum Einsatz. Zur besseren Abwehr der Kamikaze-Kommandos musste sie deutlich schneller sein und eine höhere Steiggeschwindigkeit aufweisen als die Hellcat. Mit einer Spitzengeschwindigkeit von 700 Stundenkilometern war die Corsair rund 100 km/h schneller als die Hellcat. Außerdem stieg sie mit 800 Fuß die Sekunde auf. Sie war bewaffnet mit 6 12,7 mm Maschinengewehren und konnte zusätzlich 3 500 Kilo Bomben oder 8 Raketen mit sich führen. ...1943 wurden immer mehr Flugzeugträger gebaut, wodurch die Zahl der verfügbaren Task Groups deutlich stieg. Um die Gruppen besser koordinieren zu können, hatte Admiral Nimitz Ende 1943 die Fast Carrier Force gebildet. Sie umfasste 1000 Flugzeuge und bestand aus 4 Task Groups, die in enger Abstimmung zusammenarbeiteten. Jede Gruppe bestand aus 2 Flottenträgern, 2 leichten Flugzeugträgern, einem Schlachtschiff oder schweren Kreuzer und mehreren Zerstörern. Ihre Stärke lag in der hohen Geschwindigkeit. Die Schlachtschiffe machten bis zu 27 Knoten. Die Träger konnten sogar über mehrere Stunden 30 Knoten halten. Um die Fast Carrier Force zu unterstützen, war ein gewaltiger Tross an Versorgungsschiffen nötig. Öltanker sorgten für den nötigen Treibstoffnachschub. Bei der Schlacht um Okinawa wurde der amerikanische Flottenverband von 206 Hilfsschiffen versorgt. Dazu gehörten Reparaturschiffe, schwimmende Trockendocks, Lazarettschiffe, Bergungsdampfer, Waffen und Proviantschiffe. Besonders wichtig war es, die schweren Schiffe auf hoher See mit neuer Munition versehen zu können. Dank der umfassenden Versorgung durch die Hilfsschiffe konnte die Fast Carrier Group bei der Schlacht um Okinawa 92 Tage kämpfen, ohne in einen Hafen zurückkehren zu müssen. Keiner Flotte war dies bis dahin gelungen. Zu den Stärken der Fast Carrier Group zählte ihr gutes Frühwarnsystem. Diese Aufgabe übernahmen die Radarstationen auf den Zerstörern. 15 Frühwarnstationen deckten eine Fläche im Umkreis von 80 bis 110 Kilometern der Flotte ab. Die meisten Frühwarnschiffe lagen im Norden und Nordwesten Okinawas, weil hier am ehesten mit japanischen Angriffen zu rechnen war. ...25 Kommandoschiffe gaben die Berichte der Stationen weiter und schickten die benötigte Anzahl von Kampfflugzeugen dorthin, wo sie gebraucht wurden. Die Anzahl der Flugzeuge konnte jederzeit durch weitere Maschinen von den schnellen Trägern oder von den Begleitschiffen verstärkt werden. Sobald die Landungsoperationen auf Okinawa erfolgreich angelaufen wären,
sollten zwei Radarstationen an Land errichtet werden, um die auf See zu entlasten. Zusätzliche Kampfflugzeuge sollten von den umliegenden Luftwaffenstützpunkten aufsteigen und die bewaffnete Luftraumüberwachung unterstützen. Unter den älteren Navy-Offizieren gab es unterschiedliche Auffassungen über die Rolle der Frühwarnstationen. Für Vizeadmiral Turner lag ihre Hauptaufgabe in der Meldung von Luftangriffen. Die Zerstörung von gegnerischen Flugzeugen sollten sie der bewaffneten Luftraumüberwachung und der Flugabwehr überlassen. Als Turner im Mai abkommandiert wurde, hielt Vizeadmiral Hill die Meldung von Luftangriffen für zweitrangig. Für ihn stand die Vernichtung gegnerischer Flugzeuge und das Aufbrechen ihrer Formationen im Vordergrund. Trotz der Frühwarnsysteme sollte es zu Verlusten bei der Fast Carrier Task Force kommen. 5 ihrer Schiffe wurden in der Schlacht um Okinawa versenkt, 16 schwer beschädigt.